So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gugi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, heute sollte ja eigentlich die Spielerkarriere kommen, aber ich glaube, am Sonntag ist ja auch schon kein Video gekommen, ist dann am Montag gekommen und dann eben am Dienstag auch wieder eins. Also es ist zeitlich gerade bei mir ein bisschen knapp. Nächste Woche sollte es dann wieder wie gewohnt weitergehen, vielleicht sogar mit einem Fußballtalk, das weiß ich noch nicht genau, aber in dieser Woche bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze mache. Also das Video, was ich jetzt aufnehmen, wird für euch am Donnerstag kommen und die Spielerkarriere wird dann wenn alles klappt, am Samstag kommen. Aber ich denke, das ist, wie gesagt, wieder nicht so ein allzu großes Problem, dass wir heute dann eben den Karrieremodus, den normalen Karrieremodus machen. Ja, und da steht heute ein kleines Spitzenspiel an, so kann man es, denke ich, sagen, gegen Schalke. Ich habe vorhin schon mal reingeschaut, wir könnten mit einem 3-Tore-Vorsprung-Erfolg, also mit einem 3-Tore-Sieg, könnten wir an den Schalkern vorbeiziehen. Allerdings, mit einem 2-Tore-Sieg bin ich mir nicht ganz sicher, wie FIFA das Ganze da wertet, weil wir dann, das Torverhältnis angeht, beide bei plus 14 stehen würden. Also Schalke würde halt 2 Tore in der Tordifferenz weniger haben und wir eben 2 mehr. Damit würden wir beide bei 14 stehen und eben auch beide bei 51 Zählern. Von daher weiß ich nicht genau, was in dem Fall passiert, aber wir wollen natürlich eigentlich heute das Beste draus machen, sprich ein 3-Tore-Erfolg wäre schon gar nicht so schlecht. Ich schaue mal ganz kurz. Ich denke, Schalke spielt einfach im Blau und das habe ich vorhin auch schon gesehen. Wir müssen wieder ein bisschen rotieren aufgrund konditioneller Probleme. Wir starten heute wieder mit Kiewski. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, dass wir Murawski auch erstmal draußen lassen. Dafür kommt Matuschik und Taraschai auch erstmal auf der Bank. Dafür spielt dann heute Taraschai. Mitkommt Wilsom und Hochscheid für Ochs. Ich würde es mit dem Kader angehen, auch wenn die Bank wieder konditionell nicht ganz auf der Höhe ist. Wir könnten vielleicht nochmal Robert Bauer draußen lassen. Und dann für Bafo eventuell, wo haben wir ihn? Sauer mitnehmen, genau. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen besser. Dann starten wir mit Sauer auf rechts und lassen Bauer mal ganz draußen, nehmen dafür Bafo mit. Ja genau, so werden wir das Ganze angehen. Eben mit Dekali, dafür wird dann eventuell, denke ich, im Spiel dann Bafo kommen. Und die anderen Wechsel müsste ich mir noch überlegen. Aber es geht jetzt erstmal gegen Schalke. Und das wird schon richtig schwer. Ich glaube, sie stehen auf Platz 3, haben wir gerade geschaut. Wir auf Platz 5. Und wir haben eben die Möglichkeit, hier und heute vorbeizuziehen. Von daher bin ich mal gespannt, was wir aus dieser Chance machen. Zuletzt haben wir ein bisschen geschwächelt. Zwar war es ein Unentschieden, aber ich habe es auch so in Erinnerung, dass es letztendlich eher ein unnötiges Unentschieden war. Also da wäre doch deutlich mehr drin gewesen. Wir wollen heute wieder so ein bisschen gegen den Trend spielen, ein bisschen eventuell wieder eine kleine Serie starten. Das war ja eigentlich schon das Ziel in der letzten Folge, aber da haben wir es leider nicht geschafft. Von daher gehen wir das Ganze heute an und zwar gegen Schalke. Ich bin gespannt. 30. Spieltag müsste es sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, oder 29. Vielleicht auch 28, ich bin mir nicht ganz sicher. Von daher starten wir jetzt einfach mal rein ins Spiel gegen Schalke. So, da hatten wir gleich schon mal eine erste kleine gute Möglichkeit durch Nikolai Müller. So, Sauer, der neu in die Startaufstellung rotiert ist. Matuschik im Zusammenspiel mit Winter, Kiewski zusammen mit Selke. So, Kiewski macht das wieder gut, Selke. Selke findet da Tobias Winter und der mit dem ersten richtigen Abschluss. Nikolai Müller hat es ja schon mal probiert, aber da ist Naldo noch dazwischen gerutscht. Jetzt auch der erste Abschluss, der bei Ralf Fährmann am Ende ankommt. So, Boland, Matuschik. Matuschik hat das Auge für Davy Selke. Ich weiß nicht genau, ob es abseits war. Anscheinend nicht. Davy Selke. Und dann ist Fährmann da. Da haben wir es aus spitzem Winkel probiert. Manchmal geht der Ball dann ja doch noch irgendwie rein. So, Nikolai Müller, wieder gute Möglichkeit. Und Fährmann ist wieder dazwischen. Also, wir sind
drückend überlegen in den ersten 12 Minuten. Vielleicht kommt Schalke jetzt so das erste Mal wirklich aus der eigenen Hälfte raus. Also da wäre schon vielleicht das ein oder andere Tor drin gewesen. Aber Schalke kommt jetzt erstmal über Goretzka. Was macht er? Wir sind heute eigentlich, wenn wir bei den Champions League Plätzen dranbleiben wollen, mehr oder weniger zum Siegen verdammt. Ich weiß nicht genau, ob Leverkusen schon gespielt hat. Darauf habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Und wenn nicht, gegen wen sie spielen. Aber ich bin mal gespannt. Das wäre nämlich schon cool, wenn wir uns am Ende vielleicht sogar für die Champions League und wenn es am Ende nur für die Playoffs ist, qualifizieren könnten. Eigentlich war das vorgegebene Ziel ja auch vom Vorstand, den Abstieg zu vermeiden. Das war auch mein persönliches Ziel. Aber dass es am Ende so gut läuft, dass wir nach, ja, wie gesagt, jetzt 30 oder 29 Spieltagen so gut dastehen, hätte ich mit bestem Willen nicht erwartet. Aber am Ende ist es so und von daher wollen wir jetzt natürlich das Maximale aus der Saison rausholen. So, wir kommen wieder über Kelifi. Kelifi ist da ein bisschen zu langsam und dann... dann verlieren wir am Ende den Ball. Ich weiß nicht genau, gegen wen es am Ende war, was... ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau, wer da gerade bei Schalke auf rechts unterwegs ist. Es ist Kaysara, okay? Und war es Kaysara, der da gerade im Laufduell gegen Kelifi da den Abstoß für Schalke rausholen konnte. So, Matuschik wird da gelegt und es gibt auch den Freistoß. Gut, ich dachte erst, es geht weiter. So, wieder Meier, Winter, nicht Meier. So, was macht Selke draus? Selke, eigentlich sollte er da Müller anspielen, der Pass kommt aber nicht zustande. So gibt's am Ende die Ecke, die ist auch nicht so schlecht. Nikolai Müller bringt die rein, da ist Correa. Und es dürfte gleich die nächste geben. Die gibt's auch. Wieder Nikolai Müller. Bringt wieder eine nicht so schlechte Ecke rein, aber da ist natürlich nur Tobias Winter, der kann sich da nicht durchsetzen. Aber wieder gute Ecke, aber dann wieder ein unverhältnismäßiges Kopfballduell. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das war Kelifi gegen Naldo und da stand der Sieger eigentlich schon vorher fest. So, Schalke kommt jetzt vielleicht wieder mal das erste Mal. Sind ja noch nicht wirklich vor unser Tor gekommen. Embolo. Max Meyer. Sind wir gut dazwischen, aber es gibt den Freistoß. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das hätte man auch wesentlich besser lösen können. So, Goretzka hat jetzt die Möglichkeit. Kaysara stellt sich da auch gleich mal bereit. Und der kommt nicht allzu schlecht. Aber Nyland muss erstmal nicht eingreifen. Nach 34 Minuten steht bei uns hinten weiter die Null. Bei Schalke auch. Und insgesamt wäre vielleicht eine Führung für uns doch ein bisschen verdienter. So, Nikolai Müller. Macht das da nicht allzu gut, holt aber immerhin den Einwurf raus. Und daher alles in Ordnung. Sauer. Wieder Nikolai Müller. Spielt sich da jetzt so ein bisschen fest. Boland, Winter, Selke und dann ist der Ball auf einmal weg. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt noch vor der Pause hier so einen Konter fangen. Embolo zieht Correa da so ein bisschen davon, aber am Ende ist Nikolai Müller da und macht das gar nicht schlecht. Bringt Sauer da sofort in die andere Richtung. Boland hat das Auge für Sauer. Der sieht Winter. Der gegen Naldo. Hat jetzt das Auge für Kelifi. Kelifi und dann ist Goretzka noch gerade so dazwischen. Und kann den Ball erstmal wieder abblocken. So, Mirko Boland bringt die Ecke rein. Die ist wieder nicht schlecht. Und Tobias Winter, gefühlt der kleinste Mann auf dem Platz, bringt da einen richtig gefährlichen Kopfball aufs Tor, beziehungsweise dann übers Tor von Ralf Fährmann. Max Meyer. Dekali macht das gut. Ich glaube sogar drei von uns waren da um Meyer umzu und können ihn da dann vom Ball trennen. Aogo. Schalke wird jetzt zum Ende hin nochmal ein bisschen stärker, aber nicht wirklich gefährlich. So, Nikolai Müller. Davy Selke kann den Ball gut halten. Und am Ende verliert er ihn dann doch und holt ihn sich nochmal wieder. Und dann ist auch Feierabend. Zumindest vorerst. Die erste Halbzeit ist vorbei. Und er steht 0-0. Am Ende muss man sagen, wir können wieder nicht wirklich zufrieden sein. Also mit dem Spiel an sich können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Aber mit dem Ergebnis nicht wirklich. Wir wollen hier heute an Schalke vorbeiziehen. Dafür brauchen wir mindestens 2 Tore. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin,
was dann zählt, ob der direkte Vergleich zählt, ob es alphabetisch ist oder ob es am Ende die geschossenen oder die bekommenen Tore sind, die da ausschlaggebend sind. Aber wir brauchen hier mindestens 2 Tore, um, ja, wie gesagt, die Chance zu haben, an Schalke vorbeiziehen zu können. Das machen wir jetzt gar nicht mal so schlecht. Nikolai Müller braucht ein bisschen lang. Winter passt nochmal auf und dann Kolasinac klärt das Ganze für Schalke. Also weiter ein ähnliches Bild. Wir machen ordentlich Druck. Kommen aber nicht zu den hundertprozentigen Möglichkeiten, da sage ich es. Und dann ist es passiert. Am Ende ist es Kilifi, der da nach einer richtig guten Vorlage, nach einer richtig guten Vorarbeit von Davy Selke das 1:0 markiert. Und das geht vollkommen in Ordnung. Am Ende ist es, wie gesagt, Salim Kilifi, 4. Saisontor. 51. Spielminute. Wir sind auf einem guten Weg. So, Schalke versucht jetzt wahrscheinlich direkt die Antwort zu finden. Macht vielleicht auch hinten ein bisschen weiter auf. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Tobias Winter. Kilifi und dann ist Goretzka dazwischen. Kilifi. Wird da gelegt. Es gibt den Freistoß. Das machen wir mal schnell über Kiewski. Über Winter. Und wieder gibt es den Einwurf. Also Schalke jetzt im Zweikampf ja ein bisschen bissiger. Da kommen wir nicht mehr so einfach durch. Und die blocken auch jetzt wesentlich mehr Bälle ab. Choupo-Moting jetzt mittlerweile in der Partie. Ich glaube zumindest, dass er eingewechselt worden ist. Kolasinac. Ich bin gespannt, was Schalke jetzt macht. 58. Spielminute. 1:0. Und wir wollen hier auf jeden Fall noch aufs 2:0 gehen. Kaysara gegen Murawski, der das eigentlich ganz gut macht, aber dann am Ende den Ball nicht bekommt. Holt sich den dann im zweiten Anlauf. Jetzt Davy Selke mit der Riesenmöglichkeit und dem 2:0. 2:0 nach 60 oder 61 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das Tor jetzt gefallen ist, aber wir machen es. 2:0. Das Ziel ist, zumindest das Minimalziel, ist 10 Minuten nach dem 1:0. Erreicht 61. Spielminute. Davy Selke macht das Ganze und jetzt wollen wir natürlich mehr. Wir wollen jetzt uns diesen dritten Platz holen. Murawski braucht ein bisschen lange. Und um das Ganze jetzt wirklich ganz sicher zu machen, um uns wirklich sicher diesen dritten Platz zu holen, dürfen wir jetzt erstmal kein Tor mehr bekommen. Das ist noch wichtiger. Und eben noch vorne eins machen. Das wäre auch ganz gut. Kilifi. Kilifi braucht ein bisschen lange. Und Kiewski lässt den Ball da am Ende ins Ausgehen, bekommt dann den Einwurf. Von daher kein Problem. Murawski. Das war nicht gut gemacht. Aogo, und jetzt haben wir Glück, dass es da nicht den Elfmeter gibt. Puh. Da ist mir kurzzeitig so ein bisschen ja das Herz stehen geblieben. Ich dachte eigentlich, der Schiedsrichter gibt da Elfmeter, weil das wäre so ein richtig typischer FIFA-Elfmeter gegeben. Stattdessen gibt es eine richtig gute Möglichkeit für uns. Fährmann ist dazwischen. Und dann gibt es den Elfmeter auf der anderen Seite. Ich glaube, es war Kolasinac. Selke hält sich den Arm. Ich hoffe mal, der hat sich da nicht allzu viel getan. Und es ist Sead Kolasinac, 71. Spielminute. Und Selke ist tatsächlich verletzt. Ah, das ist ärgerlich. Das ist wirklich richtig ärgerlich. Ich hoffe mal, der fällt nicht zu lange aus. Das Foul an sich sah, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich aus. Und hat sich dann am Ende, glaube ich, irgendwas am Arm getan. Und ich würde sagen, wir schießen den mal mit Wilson. Und hoffen natürlich, dass er den jetzt macht. Wilson, der verwandelt das Ding, damit steht es 3:0. Wieder, glaube ich, 10 Minuten nach dem letzten Tor, nach dem 2:0. Ja, mit einem bisschen, ja, Fadenbeigeschmack mit der Verletzung von Davy Selke. Der eingewechselte Mats Wilson macht das Ding hier 20 Minuten nach dem 1:0. In der 71. Spielminute. Damit würden wir aktuell sicher an Schalke vorbeiziehen. In der Hoffnung, dass Leverkusen ja nicht punkten kann. Also, oder unentschieden. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, sie waren punktgleich mit uns. Von daher, wenn Leverkusen auch unentschieden spielen würde, wären wir aktuell auf Platz 3. Dazu müssen wir jetzt hier aber erstmal versuchen, keins mehr zu bekommen. Kilifi.
Wilsom, dann ist die Chance erstmal wieder vorbei. Khelifi, dann gehen wir das Ganze erstmal ein bisschen ruhiger an. Sauer macht das jetzt gut. Nikolai Müller bringt den Ball da rein, da ist wieder Wilsom und jetzt Murawski mit dem Tor, aber warum seht das jetzt nicht? War es abseits von Wilsom zuvor anscheinend? Oder war es Freistoß? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal reingehen und nochmal wechseln. Und ich bringe nochmal Bafo für Dekali. Und damit sollten wir jetzt unsere drei Wechsel aufgebraucht haben. Wir haben ja Murawski gebracht, den verletzten Seik haben wir rausgenommen. Und jetzt Bafo in der Partie. Ich bin gespannt, was Schalke jetzt die letzten Minuten noch macht. 13:0 steht's hier. Wir sind vollkommen im Soll. Correa macht das richtig stark und holt sogar noch den Ball raus. Sprich, verhindert den Einwurf. So, jetzt Boland schickt nochmal Mats Wilsom. Der sollte eigentlich an Naldo vorbeiziehen können. Wilsom und Fährmann. Rettet Schalke hier wirklich, ja, vor dem komplett aus, um es so zu sagen. Koke. Choupo-Moting. Bafu macht das da nicht allzu gut. Kommt da nicht so schnell hinterher. Koke wieder. Correa gut dazwischen mit dem Körper. Wieder Koke. Jetzt Embolo und Nyland muss das erste Mal richtig zupacken. Jetzt haben wir Glück, dass da nicht noch irgendwie ein Schalker stand. Ich habe da ein bisschen voreilig abgeworfen. Chef, Lux Khelifi da den Ball ab. 3 Minuten sind es noch offiziell. Und unsere Abwehr löst sich jetzt gerade immer mehr auf. Der eingewechselte Bafo holt sich da den Ball. Boland. Nikolai Müller macht das stark und jetzt schicken wir einfach mal Wilsom. Der sollte ja, wie gesagt, einfach an Naldo vorbeiziehen können und jetzt geht er nicht rein. Khelifi kommt auch nicht mehr ran. Uchida hat den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's. So, Max Meyer, Aogo. Schöpf und dann ist es am Ende vorbei. Oh, das war echt ein nervenaufreibendes Spiel. Am Ende 3:0. Wir haben unser Ziel auf jeden Fall erreicht. Ich bin jetzt mal auf die Tabelle gespannt und welcher Spieltag das jetzt war, weil ich bin mir gerade wirklich nicht ganz sicher, welcher Spieltag das jetzt wirklich genau war. Ich glaube, es war der 29. oder 30. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Ach, es war sogar nur der 28. Ja, gut. Aber am Ende stehen wir auf Platz 4. Leverkusen hat auch gewonnen, steht also weiterhin vor uns. Schalke rutscht ab auf Platz 5. Wir gehen kurz rein, aber wir sind alle punktgleich. Schalke mit plus 13 und wir sogar mit Leverkusen mit dem Torverhältnis gleich. Von daher hätten wir sogar noch das 4:0 gemacht, wären wir jetzt auf Platz 3. Aber so stehen wir am Ende auf Platz 4. Ich bin jetzt gerade aber gar nicht sicher, wovon das abhängig gemacht wird. Ich glaube, entweder ist es alphabetisch wegen FIFA oder es ist die erzielten Tore, weil da hat Leverkusen 3 mehr. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wo Leverkusen besser ist. Wir haben mehr Siege, Leverkusen hat mehr Unentschieden. Wir haben mehr Niederlagen. Okay. Ja, doch. Leverkusen hat 3 Tore mehr, wir haben 3 weniger bekommen. Gleiches Torverhältnis, gleiche Punkte. Also ich gehe davon aus, dass es entweder direkter Vergleich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir gegen Leverkusen gespielt haben, oder eben um die erzielten Tore geht. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt das Ganze gerne in die Kommentare. Und wir machen jetzt hier einfach nochmal das Training und schauen da mal, wie lange Davy Selke jetzt am Ende ausfallen wird. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu lang wird. Wir haben ja noch jetzt, wenn 28 Spiele vorbei sind, haben wir ja noch 6 Spiele vor uns. Von daher, Selke fällt 7 Monate aus. Was ist denn das? 7 Monate. Das heißt das nicht sogar, dass er bis Anfang nächste Saison ausfällt? Sprich bis zum, ja, quasi 7.11., sprich, bis November fällt Davy Selke bei uns jetzt aus. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wir schauen mal, was hat er? Kreuzbandriss. Kreuzbandriss, 7 Monate fällt er jetzt aus. Oh, das...
Oh, das ärgert mich gerade zu Tode. Ich meine, wir haben ja noch Wilsom, von daher haben wir dann adäquaten Ersatz. Wir haben noch Emre Mor. Wenn der sich noch ein bisschen entwickelt, kann der da auch gut mitmischen. Aber insgesamt ärgert mich das Ganze jetzt schon richtig, richtig hart. Sprich, da werden wir dann wahrscheinlich auch in der Transferphase dann tätig werden. Aber die Saison wird Davy Selke damit beendet. Mats Wilsom wird dann, denke ich mal, dafür dann von Anfang an jetzt für die letzten 6 Spiele anfangen. Zumindest ist das der Plan. Und wir schauen nochmal ganz kurz rein, simulieren nochmal bis zum Ingolstadt-Spiel und werden dann eben nochmal die Aufstellung anpassen. Och, das hat mich gerade jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil im Spiel hat er sich ja letzten Endes nur den Arm gehalten und ist auch ganz normal dann letztendlich vom Platz gegangen. Aber Kreuzbandriss 7 Monate. Ich glaube, das ist so, ja, die längste Verletzung, die ich jemals in der FIFA-Karriere hatte. Oh, das ist echt richtig bitter. Aber mit Mats Wilsom, der hat sich ja auch nicht allzu schlecht geschlagen in den Spielen, wo er gespielt hat. Von daher, ja, haben wir dann einen ganz guten Ersatz. Stehen aktuell nach 28 Spielen auf Platz 4 mit 51 Punkten. Von daher, mit dem Abstieg werden wir, denke ich mal, nichts mehr zu tun haben. Wir können ja nochmal ganz kurz schauen, ob das überhaupt noch möglich ist. 6 Spiele, das heißt noch 18 Punkte. Nee, ist auch gar nicht mehr möglich. Platz 16 ist aktuell mit 25 Punkten. Und es sind 26 Punkte Abstand bis zu uns. 18 Punkte sind noch zu vergeben. Von daher, absteigen können wir auf jeden Fall nicht mehr. Sprich, nächstes Jahr gibt's auch wieder in Braunschweig Bundesliga-Fußball. Und ja, oh, das mit Selke hat mich jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber gut, damit müssen wir leben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. 3:0 Sieg gegen Schalke. Damit können wir auf jeden Fall richtig, richtig zufrieden sein. Sind damit vielleicht wieder so ein bisschen zurück in der Spur. Und von daher würde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und von daher bis zum nächsten Mal. Ciao.